Hey Leute, willkommen zur letzten Aufnahme von Let's Retro, The Elder Scrolls 3 Morrowind, vor Folge 1000. Heute habe ich vor, die Folge 999 zu erreichen. Es sind ja auch nur noch 6 Folgen, nein, mal 8 Folgen. Moment mal, hä? 8? Ich dachte 5. Ich weiß es gerade nicht, vielleicht ist es doch nicht die letzte, weil ich habe irgendwie... Irgendwie habe ich im Kopf, dass es acht Folgen noch fehlen. Aber auch habe ich im Kopf, dass es nur 1 Stunde und 40 Minuten war. Das wären aber nur 5 Folgen. Ah, ich habe es versaut. Ich werde 5 Folgen aufnehmen. Wenn ich mich 8 aufnehme und es waren tatsächlich nur 5, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich 5 aufnehme und es waren tatsächlich 8, dann kann ich die 3 einfach nacheinander noch aufnehmen. Also vielleicht ist es doch nicht die letzte, aber... Also wir erreichen auf jeden Fall 996 und vielleicht 999. Das weiß ich leider nicht. Ich habe das erst vor einer Dreiviertelstunde ungefähr nachgeschaut. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich habe nämlich gerade den Terranigma-Trailer fertig gemacht. Oh, das ist einer meiner besten Trailer, die ich seit langem mal wieder gemacht habe. Er hat ein Manko, aber das liegt nicht am Trailer, sondern am Let's Play. Ich habe nicht aus Versehen die Skalierung ein bisschen falsch gemacht und dann ist rechts fehlen ungefähr so 50 Pixel. Pi mal Daumen, 50 Pixel, vielleicht auch nur 30, keine Ahnung. Könnten auch nur 30 Pixel sein. Und ja, das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich das ganze Rohmaterial bereits gelöscht hatte. Das ist saublöd. Egal. Aber ich habe gerade diese wunderbare Terranigma-Musik im Kopf. Aber ist jetzt egal. Wir spielen jetzt Morrowind. Das ist auch sehr toll. Und... Grüße an meinen Freund. Fangen wir mal bei den Waffen an. Wir haben hier ein Knochen... fangen wir mal bei den Bögen an. Wir brauchen ja wieder Pfeile. So, Knochenbogen zum Beispiel hier. Dann sind die voll. Und Stahlwurfsterne. Dann haben wir die auch. Eisenpfeile brauchen wir auch. Haben wir auch. Und dann hier die Chitinpfeile. Da haben wir jetzt nur noch 522 übrig. Also es werden immer weniger. Das finde ich sehr schön. Gut, dann haben wir hier den Speer der bitteren Gnade. Boah, wo soll ich denn den hin tun? Ist da oben vielleicht noch Platz? Ja, da ist sicher noch Platz. Noch ein bisschen runter. Ja, perfekt. So. So, Speer der bitteren Gnade ist da jetzt. Gut. Da dürften wir eigentlich auch wieder gehen können, weil so viel haben wir dann auch nicht mit uns herumgeschleppt. Cheogorath Siegelring. Wollen wir den Damen, Nachtsaum, Lichtes? Damit die Amulette. Oder haben wir die oben hin? Wir haben ja hier auch noch ein bisschen was. Hier haben wir zum Beispiel Danas Ring, einen teuren Ring. Wieso liegt hier ein teurer Ring? Keine Ahnung. Ich glaube, einfach nur weil er schwarz war. Legen wir noch Cheogorath Siegelring. Der sieht ja schön aus. Der kommt hier hin. Wunderbar. Leider auch ganz schwarz, aber er leuchtet. Was hat er hier für Effekte? Dauert der Wirkung fest in Charisma, aber Entzug Willenskraft. So, Magie dürfte eigentlich passen. Sonstiges, das lassen wir jetzt erstmal. Wir haben Bücher. Wir haben Der Mond Lorcan, das haben wir noch anscheinend auch nicht gelesen. Fellfolkern Buch 3. Haben wir schon, das wird verkauft. Glaube und Leidenschaft und Vivek und Mephala. Haben wir die alle noch nicht gelesen? Komm. Ja, lesen wir eines gleich mal. Lesen wir Der Mond Lorcan. Der Mond Lorcan von Fahl Drohn. Ich will nicht näher auf die unterschiedlichen Berichte über die Geschehnisse am Adamantturm und den Krieg der manifestierten Metaphern eingehen. Diesen Geschichten fehlt es meiner Empfindung nach an den Qualitäten, die sie erzählbar machen. Jeder von uns hat seine Lieblingserzählung über Lorcan. Einen Lieblingsgrund aus dem Lorcanirnisch. Okay, das haben wir schon gelesen.
Das haben wir, glaube ich, schon gelesen, das kommt weg. Falls nicht, dann hattet ihr die Möglichkeit, Pause zu machen. Glaube und Leidenschaft. Nchunaks Glaube und Leidenschaft. Dieses Buch ist ein übersetzter Bericht von Nchunaks Reisen durch die verschiedenen Siedlungen der Dwemer, wo er die Lehren von Kha'Grena erklärte. Ich zog einige Erkundigungen über die Aufgeklärtheit des Volkes, zu dem er sprach, ein. Er antwortete, mit Respekt für die Theorien Kha'Grenaks gebe es in der Nähe nur noch einen einzigen Gelehrten, der das Volk durch das Labyrinth leiten könnte, das zum wahren Missverständnis führte. Er setzte mich jedoch davon in Kenntnis, dass in Keraka die Gebote von Kha'Grenak gelehrt werden. Er sagte, dass ihm nicht so sehr Freude bereite, als mit anzusehen, wie die Dwemer von Keraka, die gelehrtesten Wesen überhaupt, Kha'Grenaks Worte studierten und ihrem Platz im zukünftigen Leben die angemessene Bedeutung beimessen, und wo weder planare Division noch die Nummerierung der Amnesie noch andere Errungenschaften höher geschätzt werden als das Verständnis des Selbst und dessen Verhältnis zum Herzen. Ich war höflich genug, dies als Kompliment aufzufassen, und so zog ich meinen Helm, dankte ihm und entfernte mich unter unzähligen Verbeugungen. Okay, das ist, ja, kann auch verkauft werden. Liebe Gummifalla bleibt hier. Wobei, ich glaube, das haben wir auch schon mal gelesen, keine Ahnung. Azuras Stern, den würde ich tatsächlich gerne statt des Schwarzhanddolch. Oder dahin. Ah, ich hätte gern einen schönen Platz für Azuras Dolch. Wie wäre es da oben? Nicht durch Stern. Ist aber, wie klein ist denn der? Der ist ja unglaublich klein. Dann kann er ja vielleicht doch damit hin. Das ist ja Merunes Klinge. Nee. 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 Oh, das finde ich richtig gut aus. Kann das da hin? Gut, Chirurgrats Speer passt da jetzt nicht so hin, aber egal. So, was haben wir noch? Wir haben drei Dietriche des Lehrlings. Wir haben ein paar Seelensteine Ich zum grüße Abgeben. dich. Willkommen. Schöne Grüße zurück. So, hier ist ein Droik drin, da ist ein Droik drin und hier ist auch ein Droik drin. Hier haben wir ein Stummatronach, nach, da haben wir eine goldene Heilige. Ja, das passt auch. So, dann haben wir Klippenläufer, der wird verkauft. Haben wir hier noch ein paar Tausender oder sind das wieder alles 800er, beziehungsweise immer noch? Was? Da war ein Tausender. So. Okay. Das war's. So, dann haben wir hier noch fünf davon. Sind das nur noch vier übrig? Sehr schön. So. Sonne des Lehrlings. Haben wir ein zu viel? Passt. Und jetzt noch Leuchtmittel nehmen wir mit. Grüße an meinen Freund. Ich hab, glaube ich, gar keine mehr dabei, oder? Nee. Das heißt, ich brauche wieder ganze fünf Stück. Haben wir da irgendwas mit fünf? Da haben wir drei Fackeln, nehmen wir die mal mit. Und da hatten wir, glaube ich, zwei Kerzensteine Bambus. Das werden fünf, passt perfekt. Dann wird das gleich mal gewechselt. Machen wir jetzt mit den Kerzensteinen aus Bambus. Ah, jetzt wiege ich wieder zu viel. So, dann, bevor wir jetzt die Zutaten machen, nochmal kurz hierher.
Das sieht gut aus. Ja, passt. Reparieren auch kurz. Unser Bogen ist schon wieder fast kaputt. Passt. So, das sind nur noch 103 Reparaturzangen. Oder immer noch. Wir verschwenden die nicht gut genug. Und wir haben immer noch 132 Schmiedehammer des Lehrlings dann auch noch. Und die sind ja besser als die Reparaturzangen. Die haben nicht Qualität 0,8 und hier nur Qualität 0,5. Die kriege ich nicht mehr weg. Ich glaube, so lange geht das Let's Play nicht. So. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Da haben wir da wieder ein paar weg. So. Was haben wir denn alles? 8 Alithäute, 7 Aschesalze, 7 Bittergrünblätter, 3 Blüten der Steinblume, 5 Brote, 6 Kombeeren, eine Korpusträne, 12 D3-Herzen, 2 Diamanten, ein Dochtweizen, 4 Dräuchwächse oder Wachs, keine Ahnung, 3 Korpusfleisch, Eissalze, Fazierpilz, 2 Feuersalze, 2 Goldkanett, ein Grabestaub, 6 große Quammereier, 3 Korpusfleisch, grüne Flechte, 9 Quarhäute, 2 Harze, 6 Heidekraut, 11 Hundefleisch, 39 Hexeblatt, 9 Gutihäute, 7 kleine Quammereier, 4 Korpusfleisch, 117 Knochenmehl, 2 Korkwurzeln, ein Krabbenfleisch, eine Kreckenseife, 2 Crashfasern, 3 Quammersekrete, ein leuchtender Russula, 62 Läuferfedern, das sind viele. 3 Korpusfleisch, 3 Mondzucker, 9 Netzschleder, 2 Perlen, 1 Pökelsalz, 30 Rattenfleisch. So, und jetzt sind wir wieder. Ich glaube, wir haben immer noch die Feder vom Dolenring, oder? Nein, haben wir nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt wieder normal laufen. Rohes Ebenerz, Rohbusch, 2 rote Flechte. Okay, 2 einzelne Rubine. 3 Salz der Leere, 77 Salzreis, 2 Schlamm, 5 Schuppen, 16 Schalkharze, 3 Scamphaut, 51 Skattel, 3 Skrippmus, 5 Smaragd, 2 Staubbeutel der Weide, 3 Sumpfblumen, 3 Suppulus, 2 Tramawurzel, 11 Vulkanglas, sind auch 22 Kilo, 3 Korpusfleisch, 2 Korpusfleisch und nochmal 2 Korpusfleisch. Puh, so, jetzt wiegen wir noch 426 Kilo. Das ist immer noch sehr viel, aber wir werden jetzt fertig. Die Bücher kommen noch weg. Gehen wir verkaufen. Und ein paar Seelensteine natürlich auch noch, wenn möglich. So. Halt, wir haben noch nicht voll. Welch ein Glück, euch zu treffen. Handeln. Ich hätte gerne die Bücher weg. Das sind 185. Wir waren bei 1,91. Geht der da vielleicht auch noch? 237. Mal schauen, ob das noch geht. Nein, wir müssen nämlich unter 235 drunter. Das heißt, wir sind 2 drüber. Das wäre nämlich 453 jetzt. Haben wir von mal Max vielleicht nimmt. Nein, das ist, wäre eine Verschwendung. Dann machen wir das ohne. Das wären 185. 354. Nimm es. Geht doch.
So, und das, was jetzt nicht angenommen hat, das könnte reichen für den da. Das wären nämlich 52, wären 100. Ja, reicht. Einer. Nimm. So. Dann wird den doch noch weg. Gut, dann geht's ab nach Pelagiat. Was sagtet ihr? Nichts zu dir. So, eine Sivi-Intervention. Immer doch die Fackel. Den Kerzenständer an. So, Ausbildung in Axt, bitte. 62 Punkte. Ihr wollt mir eure Zeit opfern? Das ehrt mich wirklich. Nur noch 2 Punkte, dann haben wir schon wieder eine neue Stufe. Juhu! Dann haben wir auch Glück auf 100 Punkte. Das heißt, maximal noch 2 Aufnahmen. Dann hätten wir... hätten wir eine neue Stufe. 3 Aufnahmen, denn in Folge 1000 werde ich garantiert nicht hierher kommen. ich habe sogar schon ein paar Überlegungen gemacht, aber es steht immer noch nicht ganz zu 100% fest, was ich mache. Eigentlich blöd, aber egal. Es gibt mehrere Ideen, eine davon würde ich gerne machen, aber kann ich nicht. Andere davon würde ich vielleicht machen, aber möchte ich dann doch eigentlich nicht. Und andere, die würde ich gerne machen, aber die finde ich dann doch eher blöd. Aber egal. Mal sehen, was es wird. So. Ach ja, genau, die Händler. Ravier! So. Ich würde dir gerne ein paar Seelensteine verkaufen, aber du nimmst ja sowieso nur einen. So, da haben wir jetzt 210 oder 1,91 sind 402. So. Einen heißen Tag wünsche ich dir. Danke, den wünsche ich dir auch. Tschüss. Gut, dann haben wir da aber auch wieder ein Kilo weniger gleich. Denn bei Dralasa haben wir auch einen zu verkaufen. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. So, Dralasa. 237 gibst du uns. Das wären 453. Komm. Aber jetzt. Mist. Nimm an. Nicht mal 400. Ja, vielleicht wären es sogar genau 400 gewesen. Keine Ahnung. Egal, ein Kilo leichter dadurch. Wie viel wiegen wir denn jetzt noch? 413 Kilo nur noch. Das ist schon ein bisschen besser. Davon sind es 49 sind 13. Genau 13. Also wir wiegen eigentlich 400 Kilo. Wenn man das nicht dazu zählen würde. Das garantiert auch nochmal so 20 Kilo. So, welche Quest machen wir jetzt? Shazada kam sich am Boot. Ah, genau, wir wollen nach Vivek. Da können wir noch ein bisschen Gegengift skillen. So,
So, das sind jetzt dann 8:05. Passt. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen. So. Wo wollt ihr hin? Ab nach Vivekio. So, wo gehen wir jetzt genau hin? Die Bar? Beim Heiligen Deling, glaube ich. Ach, wir gehen hier oben. Ich glaube, das ist schneller. Wir müssen zum Heiligen Deling. Das war, eigentlich war das genau doch, wenn ich es mir recht überlege. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ja, schön. Ja, das war doch genau gegenüber vom Tempel, oder? In der Mitte. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Tempel. Kostet alles nur noch eins. Das finde ich voll geil. Wie ist denn unser Ruf? 50. Okay. Wir waren ja gerade dabei, für die Zwillingsfackeln ein bisschen das was zu machen. Und da würde ich jetzt auch gerne weitermachen. Ich bin gespannt, welche Aufgaben da noch kommen. Vielleicht kommen auch schon Aufgaben, dass wir Sklaven befreien müssen, die wir bereits befreit haben. Das wäre toll. Sparen wir uns nämlich ein bisschen Arbeit, weil wir sie schon getan haben. Willkommen. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Bitte sprecht. Ja, Winda. Ich habe gehört, dass ihr der Familie Arvel geholfen habt. Kommt wieder, wenn ihr Zeit habt. Es gibt noch viel Arbeit zu tun. Imini Drehn dankte mir, dass ich der Familie Arvel in Alt-Veloti geholfen habe. Die Sklaven auf der Drehenplantage haben am meisten zu leiden. Einer von ihnen weiß Dinge über Orvas Drehen, die wichtig für die Zwillingsfackel sind. Mit ihm können wir Orvas Drehen erpressen. Ich möchte, dass ihr der seine Füße versteckt, von der Drehenplantage befreit. Danach müsst ihr ihn zu Sterdekans Hof eskortieren. Der seine Füße versteckt, kennt den Weg. Okay. Imini Drehen bat mich, der seine Füße versteckt, von der Drehenplantage zu befreien. Drehenplantage ist hier. Da wäre Pelagia näher dran.